Klimawandel und Ernährung. Jana ist Schulköchin und fragt sich gerade, ob sie nicht einen großen Fehler gemacht hat. Und zwar mit ihrer Platzwahl. Denn hier geht gleich eine kleine Debatte los. Serkans Sohn geht in diese Schule und Serkan ernährt sich schon seit mehreren Jahren rein pflanzlich. Irina hingegen isst, genau wie ihre Tochter, oft und gern Fleisch. Warum muss Essen auf Festen denn immer so ungesund und fleischlastig sein? Kinder brauchen nun mal Proteine und Kalzium zum Wachsen. Hat wirklich nur Fleisch genügend Proteine, die man in seiner Ernährung einfach braucht? Das stimmt jedenfalls nicht, weiß Jana. Und in Schulen gibt es meistens sogar mehr Fleisch, als empfohlen wird. Aber sie steht bei diesem Thema immer etwas zwischen den Fronten. Serkan denkt bei seiner Ernährung vor allem an den Klimawandel. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt sind sich einig, wir Menschen haben ihn selbst herbeigeführt. Und er wird unser Leben, so wie wir es kennen, in allen Teilen der Erde radikal verändern. Auch hier. Schon ziemlich bald. Klar ist auch, dass Treibhausgase den Klimawandel verursachen. Wir kennen viele Wege, das Klima zu schützen. Irina spart Strom. Sie achtet auf energieeffiziente Kühlgeräte und LED-Lampen. Damit spart sie auch Geld. Und sie bringt ihre Tochter immer mit dem Rad zur Schule. Jana und ihre Mitarbeitenden in der Küche recyceln Müll und achten darauf, dass sie genau die richtige Menge an Essen zubereiten, damit nichts weggeworfen wird. Statt Fernreisen zu unternehmen, fährt Jana im Sommer an die Ostsee oder in die Berge. Das ist alles schon mal sehr gut. Und warum ist es so wichtig für den Klimaschutz, weniger tierische Produkte zu essen? Manche Zusammenhänge zwischen Ernährungsgewohnheiten und Klimaschutz verstehen wir nicht, weil viele landwirtschaftliche Prozesse für uns unsichtbar bleiben. Abholzung, Futteranbau, Wasserverbrauch, Düngung, Kühltransporte, gekühlte Lagerung. All dies geschieht, bevor die Lebensmittel auf der Theke landen. Rindfleisch, Butter und Meerestiere sind mit Abstand die größten Klimasünder. Was, wenn wir alle nur Hähnchen essen würden? Wie sieht es aus, wenn man das jetzt mit Rind und Schwein vergleicht? Und wenn man ein Gericht rein pflanzlich zusammenstellt, zum Beispiel mit Alternativen aus Soja? Viele wissen, dass für den Anbau von Soja Regenwälder abgeholzt werden. Aber nur ein kleiner Teil des angebauten Sojas wird von Menschen gegessen. Pflanzliche Alternativen produzieren also im Vergleich viel weniger CO2, bis auf wenige Ausnahmen. Reis ist beispielsweise wegen des Nassanbaus klimabelastend, aber tierischen Produkten kann Reis trotzdem kaum Konkurrenz machen. Auch für unsere Gesundheit ist es besser, wenn wir Produkte tierischen Ursprungs reduzieren. Was am meisten zählt, ist ein Bewusstsein dafür, wie wir Emissionen einsparen und voneinander lernen können. Und eigentlich kann jeder an mehr als einer Stelle CO2 einsparen. Denn alle kleinen und großen Schritte in die richtige Richtung zählen. Wann setzen Sie sich ein für mehr klimafreundliches und gesundes Essen an Schulen?